Wir bekämpfen die Kinderarmut, indem wir Indem wir zum einen die Kindergrundsicherung einführen, das fordern wir schon ganz lange, dass wirklich kein Kind in diesem reichen Land in Armut aufwächst, weil man darf ja auch, und man darf natürlich nicht vergessen, arme Kinder sind die Kinder armer Eltern. Das heißt also, wir müssen gegen Niedriglöhne vorgehen, dass Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber kaum davon über die Runden kommen. Die Hartz-IV-Regelsätze sind viel zu niedrig. Das sind alles wichtige Ansatzpunkte für uns, ganz wichtig, die Kindergrundsicherung, kostenfreies Mittagessen in den Schulen und wirklich auch Angebote für Kinder und Jugendliche, die unentgeltlich sind.